So, jetzt geht's los. Euch nehme ich mit auf einen ganz entspannten Gartenrundgang, sofern ihr Lust dazu habt, seid herzlich dazu eingeladen. Ein bisschen was ist im Garten passiert, das möchte ich ganz gerne zeigen. Ich werde mich auch noch zu Wort melden, aber eins nach dem anderen. Das hier gehört jetzt erstmal zu den Grundstrukturen, was ich vorhab. Und ihr könnt euch auf was freuen, denn die Natur, die hat nicht geschlafen. Und es gibt wirklich sehr viel zu zeigen. Erstmal für den groben Überblick für euch und jene, die mich noch nicht kennen. Hier ist quasi die Wasserstelle, hier ist ein Hahn, der Schlauch hängt hier. Das ist ein ganz sinnvoller Ort, denn drumherum, so wurde der Garten angelegt, geht es dann hier gießen. Ja, ich fange natürlich auch sehr viel Wasser selber auf, dennoch muss ich mich da auch bedienen. Wird natürlich auch regelmäßig genutzt, um mal irgendwie Geschirr abzuwaschen oder so. Ne? Ich würde sagen, von dieser Stelle hier fangen wir an, einmal so aus meiner Sicht. Und wenn ich mich hier so umschaue, von hier aus könnt ihr auch ein bisschen mehr erkennen. Ja, entschleunigen kommt noch, ich muss mich auch so ein bisschen eingrooven. Also hier gibt es jede Menge Stellen, an denen ich habe Liebe walten lassen. Und auch hier vorne hatte ich die letzten Tage mal Hilfe. Ich hatte Besuch und wir haben uns so ein bisschen das Beet hier vorgenommen. Hier habe ich erst angefangen, das wartet noch. Ja, wir gehen einmal ein bisschen grob durch, dass ihr einen Überblick habt und dann gehen wir überall in die Beete rein. Das ist hier so alles voll Tomaten schon und hier, ja, verschiedenstes. Also ein paar Beete könnt ihr sehen, die haben schon Liebe gekriegt. Das Mulchen ist auch so ein Anzeichen dafür, dass ich da auf guten Wegen bin und schon Beikraut entfernt habe, beziehungsweise alles, was da irgendwie den anderen Pflanzen Nährstoffe klaut, Energie. Und überall ist so ein bisschen was drin. Hier gibt es auch jede Menge, was ich euch zeigen kann, da hüpfen wir doch einmal rauf. Einmal hier so, das ist Liebstöckel, Maggikraut. Und da wartet überall Spinat, dann ein paar Zwiebeln, da hinten sind auch noch Radieschen zwischen. Irgendwo habe ich auch noch andere Sachen ausgesät, wie Möhrchen. Hier sehe ich jetzt leider nichts, ich habe aber auch Platz gelassen für größere Pflanzen. Lauchzwiebel, Porree, ich komme immer durcheinander. Das sieht schon fast nach einer Zwiebel hier unten aus. Ja, und hier ist überall was verteilt. Jetzt könnt ihr meinen Schatten mal sehen. Stiefeln wir mal gleich weiter, dann passt das doch. Und hier könnt ihr auch wunderbar sehen. Einmal ein bisschen näher, da haben wir überall Zwiebeln zwischen, da vorne haben wir Möhrchen zwischen, da bei der dicken Bohne. Und dann, wenn man weiter guckt, haben wir auch ein bisschen rote Gartenmelde dazwischen. Und überall habe ich Zwiebeln zwischen gepackt und so sieht das hier aus. Hier unten in der Mitte ist der Kompost, hier habe ich auch mal aufgerissen, ich wollte das alles mal überarbeiten. Und ja. Das wird so Stück für Stück voranschreiten. Also Kompost in der Mitte, drumherum baue ich an. Hat ein selbstdüngendes Prinzip. Ja, und hier an der Ecke habe ich noch ein bisschen Blümchen drin gehabt. Ja. Und wenn wir schon hier sind, können wir ja eigentlich hier auch gleich weitermachen. Im Hintergrund seht ihr jede Menge, wo ich noch nicht bei war. Da gehen wir aber trotzdem hin, weil da tolle Pflanzen wachsen. Und das, was wir hier vor uns sehen, das ist der Rosenkohl aus dem Vorjahr. Super lecker, kann man mal in warme Gerichte reintun oder in Salat, die Blätter oder die Blüten. So mache ich's. Und hier unten sind dann auch nochmal Zwiebeln drin. Dann haben wir hier Blühwiese. Die Akelei kommt schon. Oh, den ersten sieht man ja schon. Oh, wie schön ist das denn? Was eine Überraschung, habe ich noch gar nicht entdeckt. Gestern war es noch nicht so. Ja, und jede Menge Pflänzchen zwischen, die ich hier woanders rausgefischt habe, auch als ich vorne den Weg fertig gemacht habe. Das ist hier alles Nachtkerze, da haben wir die wilde Karde, da auch. Das müsste hier eine Stockrose werden und so weiter und so fort. Ja, ganz liebevoll hergerichtet. Das, was noch nicht so viel Liebe gekriegt hat, war der Bereich hier, aber das kommt dann auch noch. Rundherum wurde jetzt schon mal freigemacht, bisschen mehr gesenzt. Ja, und wie ihr sehen könnt, überlagert irgendwie was. Da organisiere ich mich noch. Das wird immer besser. Ich habe da so meine Bereiche, wo ich Sachen lasse, wie jetzt hier, die ich jetzt nicht gleich loswerde. Bedeutet aber wiederum Lebensraum für Tiere. Muss man nachher dann auch gucken. Ja, und ja, wir sehen uns doch gerade. Da möchte ich dran erinnern, Insektentränken, stellt euch die hin. Wasser habe ich stehen, das kommt hier gleich noch rein. Dann wird das wieder voller. Ja, und hier der Kartoffelacker, ja, der braucht noch Liebe. Hinten sieht man das Teil fertig. Und hier vorne entsteht etwas, ist noch nicht fertig. Das ist im Aufbau hier mit Insektentränke. Gleiches mit Wasser, also ihr seht das, ist im Garten vertreten, auch noch an anderen Stellen. Und jetzt gehen wir mal an die andere Seite und da gucken wir mal so. Hier habe ich nämlich überall Löcher drin.
wollte es ja irgendwie perfektionistisch haben, schön sauber. Man sagt ja, Tiere können stecken bleiben, aber ich glaube, die sind ganz gut selber verantwortlich und kriegen das auch hin. Und die Tiere knabbern sich da auch gern was weg zum ja, was auch immer, ne? Also Wespen, Hornissen, die bauen sich ja gern Nester und knabbern überall was weg. Und die anderen Wildbienen und alle, die sich auch in Löcher verkriechen, die schnappen sich das auch, um dann die Löcher zuzumachen. Das wird dann gemischt mit Speichel und was weiß ich, was gefunden wird. Ja, also das ist hier ein richtig schönes Projekt, macht richtig Laune. Ja, und zu meinen Füßen, direkt hier daneben, sind jede Menge Pflänzchen. Den habe ich geschenkt gekriegt. Wir hatten gehofft, das könnte Korkenzieher-Haselnuss werden. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe immer an Buche gedacht. Hier haben wir Bärenklau zwischen, jede Menge verschiedene Pflanzen. Das dürfte noch eine Königskerze sein, Phacelia. Hier gibt es irgendwie Ringelblümchen oder so. Ich weiß nicht, was da kommt. Und ein Knopf, den nehmen wir mit. Das ist zu gebrauchen. Ja, überall so Pflänzchen zwischen. Hier sogar eine Sonnenblume, die habe ich geschenkt gekriegt. Ja, und überall Lebensraum, ne, für die Tiere. Da meinte ich jetzt speziell, was da lag. Ne, darunter sind gerne Vögel, Igel, was da so hinfindet. Ich störe die auch nicht weiter. Kommt immer was oben drauf, auch mal was weg, wenn es gerade um die Tomaten geht und so. Ja, hier vorne, da kommen wir gleich noch hin. Und ich würde sagen, ich komme mal zu euch und zeige die Stellen, von denen ich geredet habe. Lebensraum für die Tiere, nicht nur das, gibt noch andere Stellen. Hier ist ein wunderschönes Plätzchen, was ich für euch aufmache. Ja, ich nehme mir gerade ein bisschen Zeit, euch das auch einzufangen. Also ein Plätzchen. Da setze ich mich ganz gerne hin. Ich meine, in einem der letzten Videos war es auch drin. Mein Gedächtnis lässt mich da gerade im Stich. Ich habe nur so eine Vermutung, recht intuitiv. Aber ich glaube, da sitzt was. Also hier an der Stelle war ich schon, ein schönes Video. Hier sind super viele Pflänzchen richtig am Wachsen. Hier sieht das schon richtig schön aus. Also ein Mix aus allem. Mit Totholz, mit Lebensraum, wovon ich rede. Gerade so hier der Bereich Totholz, was da an Tieren dann unterwegs ist. Genauso hier die Steinpyramide. Hier sollen noch Tomaten rein. Das Beet sieht auch schön aus, aber auch da habe ich wie beim Kiehohlbeet vor, das nochmal mit den Seitenwänden ordentlich zu machen. Das ist nicht stabil. Ich habe da so ein bisschen was anders vor und dann sollte das klappen. Ja, und hier könnt ihr sehen, Königskerze schon richtig groß. Und dann hier Thymian und Petersilie. Ach genau, hinter mir, also da, wo ich gerade war, habe ich ja gar nicht benannt und gezeigt. Ich packe jetzt erstmal den Knopf weg. Den habe ich die ganze Zeit in der Hand. Hier haben wir auf jeden Fall Nachtkerzen. Da vorne eine Lupine rechts. Ja, am Gartenzaun auch. Da sehen wir noch eine. Ja, dahinter ist eine Königskerze, wilde Karden. Ja, hier ist eine Sauerampfer, die soll noch weg. Ja, überall so ein bisschen Königskerzen, Phacelia, verschiedene Sachen sehe ich hier. Hab ja überall da ein bisschen was ausgesät und eingehakt. Und sonnenblümchenmäßig habe ich auch einiges gemacht. Da hoffe ich ja, dass an der einen oder anderen Stelle im Garten dann doch überraschend mal so ein Pflänzchen hochguckt und die schöne Sonnenblume sich nach der Sonne bewegt. Ich mag das so gerne. Den kann man richtig über den Tag sehen, wie sie den Kopf drehen. Von da kommen wir jetzt. Jetzt gehen wir rüber. Das kommt irgendwann anders. Da warte ich bald Kartoffeln hier oben mal rausgucken. Das werde ich dann verteilen. Ja, hier Minze nachher schön vertreten. Alles auch so gelassen. Und hier darf ich tatsächlich im Garten. Und darüber freue ich mich sehr. Das ist auch an anderer Stelle gesehen. Hier Spitzwegerich. Der macht sich breit. Hier habe ich noch Rosmarin. Ja, und wenn ich hier gucke, müsste hier auch noch irgendwo Knoblauch. Ach hier, Knoblauchschnittloch dazwischen sein. Der hier ist das. Ja. Und wenn ich weiter gucke, finde ich bestimmt noch mehr. Gerade so hier vorne die Beifußgeschichte. Ja, hier ist noch das haarige Schaumkraut, das wird noch freigemacht. Hier kommen dann noch die Tomaten rein. Vielleicht baue ich ein neues Gestell, weil das war letztes Jahr ein bisschen auf wie schnell und provisorisch mit Bändern. Ich weiß nicht, inwiefern das noch hält. Oh, das ist noch viel stabiler, als ich dachte. Ja, und direkt daneben im Hochbeet haben wir auch noch überall Erdbeeren zwischen. Da sollte was beikommen. Das kriegt alles noch Liebe, so habe ich es mir vorgenommen. Ja, und hier vorne, ach, ein so schöner Ort, da bin ich so oft. Und ja, aber da soll es jetzt nicht weiter drum gehen. Hier ist auch ein bisschen lauter im Hintergrund, ist halt ein Kleingartenverein und hier ist das halt eben so. Hier ist noch nichts drin, obwohl, wenn ich das hier so beobachte,
hat sich da einiges selbst ausgesät. Hier haben wir auch den Ehrenpreis zwischen Ackerwinde. Das ist eine Eichel, also mit einem Bäumchen, wie es aussieht. Einmal Rhabarber, richtig schön. Sieht gut aus. Hier ist eine Totholzhecke. Hat auch echt richtig guten Dienst geleistet. Hier wächst sogar das Judasohr, habe ich an anderer Stelle auch. Habe ich jetzt gar nicht so gezeigt, denn ich habe vorne noch die Häufchen liegen und da auch noch mal einen großen Baumstamm, wo das dran war. Also das sollte im Winter, sollte sich das gut ausgehen, dass wenn ich da an die Pilze mal ran möchte, ich das im eigenen Garten finde. Das ist ein Traum, richtig schön. Und so darf es mit anderen Pilzen dann auch weitergehen. Hier vorne haben wir ja noch die Bananenpflanze, das habe ich jetzt runtergenommen, die Abdeckung, den Schutz. Und da kommen auch schon die ersten Blätter, ne? Sieht gut aus. Hier haben wir dann noch Beinwell, auch Nachtkerzen habe ich hier reingemacht, aber das ist noch recht frisch, die kommen dann irgendwann. Ja, und hier mit der Weide. Nach und nach lege ich hier da Totholz hin und mache da was draus. Halt eben Step by Step, aber mittlerweile lässt sich das schon, kann sich das schon sehen lassen. Hier haben wir einmal Totholz. Hier. Ah, die Weidenhöhle. Ja, so sieht das hier aus. Hier wartet noch ein kleines Projekt und ja, hier hinten ist das gerade schön schattig. Das ist ein Bereich, der auch noch Liebe kriegen wird. Tomaten stellen hier so noch Tomate rein. Ja, Hängematten hängen schon länger, aber da kommen wir gleich hin. Ich möchte euch noch mehr zeigen. Ja, hier vorne, Dach habe ich jetzt schon mal weggepackt, ist ja zusammengebrochen. Ich habe da leider am falschen Stock gezogen, am falschen Stock gedreht. Hier war dann noch jede Menge Portulak, schon ordentlich geerntet, die Geschichte. Wow, da bildet ja richtig Samen aus jetzt. Und das ist auch noch ein Porree, meine ich. Ja, ach, ich mag das. Und der Apfelbaum, der macht auch schon was her. Da sollten ein paar Äpfel bei rumkommen. Ja, und so schließt sich der Kreis von hier einmal, aber der Garten geht noch weiter, gibt noch viele hübsche Plätzchen. Und da können wir doch mal hingehen. Und dafür drehe ich mich einmal und laufe zurück. Ach, ich mag das so. Auch hier so mit dem Apfelbaum. Ich habe mir das letztes Jahr zurechtgeschnitten, vorletztes Jahr. Da kann man richtig gut durchlaufen. Gerade ich so mit meiner Körperlänge, Höhe. Ja. Überall Tiere. Wir gehen auch gleich noch zu den Wildbienen hin. Hier ist eine Stelle, da sind viele Wildbienen. Mal gucken, ob sie treu bleiben und gleich auch noch da sind. Für ein paar Aufnahmen, wenn ich das filmen darf. Aber hier herrschen heute ganz gute Energien. Hier nebenbei wurde gefeiert von gestern vor dem Geburtstag. Ja, oh, jetzt stehe ich im Rauch. So schön sieht das hier mittlerweile aus. Ich habe ja das Glück, hier ein kleines Wäldchen zu haben, hinten dran. Ja. Hier links wartet noch von einer Windkraftanlage die Spitze. Die wird noch verwertet. Quasi geupcycelt oder ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Recycelt. Ja, und ich tiger jetzt gerade runter noch. Einmal ein paar Treppenstufen an eine Stelle, wo ich mich ganz oft erholen darf. Und heute ist da Sonne. Aber erst möchte ich euch das Plätzchen einmal zeigen. Hier gibt es ja so einen kleinen Aufgang. Oh, Moos macht sich breit und hier unten ist alles voll Wildbienen. Ich sehe es gerade. Ja, schön. Vielleicht kommen die gleich nochmal auf den Schoß. Die sitzen gerne mal bei mir auf der Hose oder so. Obwohl, heute noch nicht. Also, da ist das so. Und hier, ja, hier vorne, Raucherplätzchen. Steht jetzt mittlerweile eine Bank. Also ein schönes Plätzchen, auf dem man sich niederlässt. Und wenn irgendwo im Garten Schatten ist, dann ist hier auf jeden Fall Sonne. Gibt's hier gar nicht. Ich habe hier vorne die Hälfte vergessen. Ja, das sind die Sachen, die mir richtig schwer fallen. Aber es macht ja nichts, dann drehe ich mal das Video umgekehrt. Hier vorne habe ich ja die Hälfte vergessen. Das würde ich euch ganz gerne noch zeigen, wenn ihr da offen für seid. Und ich habe ja noch ein paar Pflänzchen. Ich habe da hinten noch Beete. Kommt noch was. Gut, dann fange ich gleich hier vorne an. Das ist das Beet, wo nachher Mais reinkommt, Kürbis. Ja, die eine oder andere Sonnenblume oder was da so wachsen möchte. Ich muss mir aber da den Kürbis noch besorgen, habe noch kein Pflänzchen. Ja, Blühwiese mit verschiedensten Sachen schon drin. Ihr könnt da Beifuß sehen. Ihr könnt hier Kronlichtnelken sehen, da ist auch Lavendel zwischen und. Ja, da werde ich mal irgendwann drauf eingehen, wenn dann mal ein bisschen mehr, ich sag mal, Sortiertheit im Kopf herrscht. Ja, und hier vorne bei den Tomaten, da können wir ein bisschen näher ran. Hier vorne gleich eine Kapuzinerkresse, etwas weiter da hinten haben wir noch eine. Und überall Tomätchen zwischen kleine Pflänzchen. Die Sorten, die habe ich auch aufgeschrieben. Da
Das heißt, da kann ich dann auch noch mal durchgehen. Hier habe ich einen Salat noch eingepflanzt, gar nicht mehr dran gedacht. Ja, und wir können noch mal weitergehen. Hier überall Pflänzchen drin. Ihr könnt das, glaube ich, ganz gut erkennen. Können wir ganz gut so lassen. Und hier vor meiner Nase, da unten, haben wir Himbeersträucher, auch eine tolle Sache. Und Mangold. Alles noch aus dem Vorjahr. Und hier dann auch wieder Pflänzchen zwischen wie Nachtkerzen und alles, was ich da so gefunden habe. Sind verschiedene Sachen da. Und hier drüben, da können wir noch mal näher gehen. Hier, das sollte eigentlich eine Gurke sein, da knabbert irgendwer dran. Wirsing und eine Zucchini, die war schon soweit, sieht super aus. Alter Feldsalat, darf sich aussehen, super gut. Hier haben wir noch irgendwie Zwiebeln vom Vorjahr. Ich weiß nicht, was ich da noch anstellen werde. Im Großen und Ganzen würde ich doch sagen, hat sich einiges getan. Vor allem die Natur selber hat hier so viel angestellt. Also wenn ihr da draußen nicht so gebunden seid wie ich an einem Schrebergartenverein mit Regeln, dann kann ich euch nur empfehlen, macht euch das so einfach wie möglich. Gebt der Natur Raum, die kriegt halt alle selber hin. Ja, und man kann sie nur fördern und unterstützen und dann hat man dann eher eine Symbiose und ein Leben in Einklang mit dessen, was man da so vor der Nase hat und mit der Natur anstellt. Ob das jetzt ein Gemüseanbau ist oder Strukturen schaffen, Lebensraum schaffen für Tiere oder sie auf sonstige Art zu unterstützen. Ja, jetzt kriege ich den Satz nicht zu Ende. Das konnte ich vor einiger Zeit noch ein bisschen besser. Komm wieder, bin ich mir sicher. Jetzt kriege ich, glaube ich, gleich Besuch. Jetzt kommt gerade Thomas der Obmann vorbei. Also herzliche Grüße, falls du das siehst. Ich sehe dich gerade. Ja, so sieht das aus. So, ein schöner Gartenrundgang. Habe ich noch was vergessen? Ich schaue mich mal um. Nee, diesmal habe ich alles mit. War ein bisschen hektischer, als ich das vorhatte. Das muss ich noch mal erst wieder lernen alles. Ne? Dein Nagellack? Ich glaube, wir schmeißen gerade Lars Aufnahme raus. Nee, mich stört das nicht. Muss ich das rausschneiden? Aber sie ist ja nicht zu sehen. Ne? Also kann drin bleiben. Ja. Okay, alles klar. Ist ja immer, ich habe immer so, wenn ich mal Begegnung am Gartenzaun habe und das mit reinkommt, finde ich das was Gutes. Ja. Weil das ist ja sowas Verbindendes. Von Realität, ne? Ja, genau. Ja. So. Deswegen, ihr könnt immer reinplatzen. Außer du willst irgendwas von mir. Das ist der falsche Moment. Ja. So. Ja, ich bin hier überall durch. War doch ein schönes Ründchen. Ich lasse euch noch mal mit ein paar Aufnahmen alleine. Und dann habe ich euch noch was zu sagen. Bisschen was habe ich euch gezeigt, ist viel in Gang. Ich habe auch noch Pflänzchen stehen, bin bestimmt an der einen oder anderen Sache vorbeigegangen. Ich habe ja ein bisschen Probleme noch mit solchen Sachen, mich zu koordinieren. Deswegen, das war jetzt eine wilde Reise, aber ich glaube, das ging noch klar. Ja, aber relativ kurz für meine Verhältnisse. Deswegen, ich hoffe, ihr konntet euch soweit entspannen. Ich glaube, ich muss mich mit der Zeit noch mal ein bisschen eingrooven. Aber für den Anfang ist das doch gar nicht verkehrt. Ich kann wieder reden, das ist doch schon mal schön. Und alles andere kommt. Ich werde mich äußern, wie gesagt, noch. Habe mir da so ein paar Sachen im Kopf gesetzt, die unser aller Leben leichter macht. Und für all jene, die da eben kein Interesse haben, die müssen sich damit auch nicht beschäftigen. Ist alles gut. Ich mache meine Gartenvideos wieder und trenne das so ein bisschen. Ja, so gut das eben geht. Ja. Ansonsten möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich habe nicht nur diesen Kanal, sondern noch den Kanal Der Waldschrat und Lars-Christian, da könnt ihr mich finden. Überall mit dem Auge drauf, ihr kennt's, das ist mein Logo, leicht wiederzufinden. Und gerade auf dem Kanal Lars-Christian habe ich ein längeres Video gemacht, wo ich über meine Situation spreche und gerade was die letzten Wochen los war. Ja, da war schon einiges drin. Ich brauche noch Zeit zum Verarbeiten, deswegen eins nach dem anderen. Dieses etwas, das tut mir gut. Jetzt schwitze ich, weil mir so warm ist. Ich habe mir hier den Pulli angezogen oder die Kapuzenjacke, damit ich das Mikro irgendwo festmachen kann, dass es nicht zu nah am Hals ist. Ich bin auch noch voll erkältet. Das wird noch seine Zeit brauchen. Jo. So, ich bin nicht allein. Ich würde sagen, fahre hier einmal runter.
Mir geht's viel besser. Ich komme ins Leben zurück. Dennoch habe ich gewisse Einschränkungen, da macht mir das Leben einen Strich durch die Rechnung. Ich fahre öfter mal hin und her, weil ich irgendwo was liegen lasse oder vergessen habe. Das ist richtig schlimm. Ja, aber es kommt mit der Zeit dann auch wieder, hoffe ich. Mich mal so ein bisschen in die Entschleunigung eingrooven. Ja, das heißt, Müßiggang für mich steht ganz oben auf dem Zettel und das muss ich lernen. Ich kenne es leider sehr hektisch und schnelllebend in meinem Leben. Trotz Entschleunigung, das passt so irgendwie, da kam der Zug dann vorbei. Hier vorne sind Bahnschienen. Und wer hat sich in der Zeit bei mir ein Plätzchen gesucht? Oh, schon vorbei, da saß gerade nämlich eine Wildbiene. Mal gucken, vielleicht hat sie sich eine andere Stelle gesucht. Nee, ist verschwunden. Das kann man auch einfach mal genießen. Ja, ich glaube, ich mache gleich mal ein Päuschen. Kleine Runde, runterkommen. Ja, und ich melde mich wieder. Bis dann. Vielen Dank für alles. Da wollte noch jemand durch die Linse. Ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich Tschüss sagen soll. Manchmal ist das so, ne? Da weiß man nicht so recht weiter. Dann kommt der nächste Zug. Ich muss weg. So, Päuschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und weg.